So, da sind wir schon wieder mit dem neuen Shop-Video. Gerade heimgekommen, ganz schnell geduscht, jetzt schon wieder da für euch. Wir gehen auch direkt rein in den Shop, würde ich sagen. Und ne, erst was anderes. Wenn ihr unten euch fragt, was der Code bedeutet, wie gesagt, ist ein PaySafe-Code von 10 Euro. 4 Zahlen fehlen noch. Alle 10 Mal Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Also bei 130 kommt die nächste Zahl hinzu. Aber wie gesagt, auch in hier dem Video werde ich die nächste Zahl schon bekannt geben. Also einfach zugucken und ihr werdet schon die Zahl erraten. Ach, nicht erraten, bekommen. Und für all die, die wissen wollen, wie das mit dem PaySafe-Code einlösen etc. so funktioniert, einfach in der Videobeschreibung kurz gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht. Einmal das bin ich. Einmal, wo ich mich halt logischerweise vorstelle. Und da erkläre ich auch, wie das mit dem Code genau funktioniert. So, jetzt aber rein in den Shop. So, wo sind wir hier? Dun, 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 dun. Was gibt's Neues? Neu ist der Emote Zisch. Der hat was. Der hat wirklich was. Das ist mal ein Emote, wo ich sagen muss, jo. Einfach weil da ein Gegenstand ist, mit dem was gemacht wird. Ich weiß nicht, die sollten eh mehr Emotes machen, so wie bei Black Ops, wo mehr Gegenstände an sich mit reingeholt werden. So, jetzt aber mal zu den Skins. Da haben wir hier einmal Verwüstung. Der war früher eigentlich recht beliebt, aber ich denke mal jetzt, wenn er schon wieder im Shop ist, das sehen manche nicht so gerne, weil langsam gehen die OG-Skins nämlich aus. Das ist echt so ein Problem, was Fortnite zurzeit macht. Zu viele alte Skins mit reinholen, die wirklich beliebt und wertvoll sind. Aber was bei eBay Kleinanzeigen und so abgeht oder eBay allgemein, was Account verkaufen angeht, ey, das ist ja wirklich Wahnsinn. Was da für Preise über die Theke gehen. So, dazu die passende Spitzhacke, eiserner Schnabel. Ja, die Spitzhacke ist schon geil. Mit dem Skin und alles, also es passt schon geil zusammen, finde ich. Dann logischerweise der Hängegleiter. Ja, passt halt einfach. Ohne groß Tara, dann natürlich die Rabe, die männliche Version davon, samt Rucksack. Ja, die zwei Skins sind halt irgendwie das Nonplusultra, meiner Meinung nach. So, dann gehen wir hier mal in die Dinosaurier-Ecke rein. Ist aber ein, ist das ein Mesh? Ja, ist ein Mesh. Ja, die Augen, nicht so krass. Guckt euch mal die Augen an. Fein. Ah, wie kann der nach vorne gucken? Der sieht doch gar nichts. Also, wie gesagt, hier der Gleiter. Dann die Spitzhacke. Da müsste eigentlich ein Dinosauriergeräusch kommen, wenn es nur ein kleines ist. So, dann Kristall. Und Bronto. Die feiere ich überhaupt nicht. Diese Kostüme, wo man quasi genau sieht, da ist auf jeden Fall ein Mensch drin. Ah, der Rucksack, ja. Naja. Ist Geschmackssache, aber für manche Kinder ist er natürlich echt geil. Aber ich feiere so Dinger überhaupt nicht. So, das waren die vier. Dann Astros Assassinin ist immer noch drin. Und dann das Psycho-Paket. Hallo. Psycho-Paket ist halt jetzt wieder drin. Ich schätze mal jetzt langsam zum letzten Mal, weil er ja schon mal drin war. Jetzt sind aber noch. Ich weiß nicht, ob die vorher schon drin waren, die Spitzhacken. Doch mein ja. So, dann haben wir die Zäh-Spezialistin. Ist halt so ein klassischer 0815-Skin in meinen Augen. Dann die Pömpelhacke. Naja. Wer sie braucht. Und dann haben wir die Sturmtrooperin. Na, halt auch. So kannte man halt Fortnite von Anfang an. Also ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, sag ich jetzt mal. Ja, dann der Brüller. In meinen Augen für irgendwie geistlich Verwirrte. Ich weiß nicht, jetzt mal ohne Quatsch. Wenn ihr so rumlauft. Würde ich sagen, ihr habt ein Problem.
So, dann der Papierflieger. Der hat wieder irgendwie was. Erinnert mich so ein bisschen an Toy Story irgendwie gerade. Auch wie der aufgeht. Dann unten das kleine Fähnchen. Das Ding würde, glaube ich, nicht fliegen. Weil die Tackernadeln den so hinten runterziehen würden. So, wenn ihr aber bis hierhin schon mal geguckt habt, verrate ich euch schon mal die nächste Zahl. Nämlich, das ist die Nummer 6. Aber den hier feiere ich wirklich. Also, er ist echt nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, war es das hier mit dem Video. Gleich werde ich auch noch direkt schon die nächste Tagesaufgabe hochladen. Also, seid gespannt. In dem Sinne würde ich sagen, wenn du noch kein Abo dagelassen hast und ich dir bis jetzt schon ein bisschen helfen konnte, dann ist jetzt Zeit dafür. Alle anderen gerne Like da lassen, Kommentar. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.